Fischreiben und wird in den Alleen hin und her und dort wandern, wenn die Blätter treiben. Ob es bereit ist, mit den Angehörigen und um die vielen Opfer zu trauern, oder ob es die Betroffenen allein lässt, ob es vergessen will, oder ob es sich erinnert. Ob es danach fragt, was die vielen Gräber sagen können, wird erst deutlich, wenn wir uns klar machen, dass hinter den zig Millionen, die in den beiden Weltkriegen und den Kriegen danach umkommen, lauter einzelne Menschen stehen. Menschen mit Hoffnungen und Zielen, mit Talenten und Kenntnissen, mit Familien und verloren oft kurz nach der Heirat ihre Ehemänner. Millionen Eltern mussten ihre Söhne und Töchter überleben. Aber Erinnern weist auch neue Wege. Gedenken trägt nicht nur dazu bei, Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, erinnern, gemeinsames Erinnern schafft auch neue Gemeinsamkeiten.